Hey Leute und willkommen mal wieder in Hitman. Heute von mir aus gesehen und ich glaube von euch aus irgendwie, keine Ahnung, morgen, übermorgen oder so, ist die neue Hitman-Episode rausbekommen. Allerdings keine normale Story-Mission mehr, die haben wir ja durch, sondern einen Feiertags-Bonus-Inhalt, nämlich eine Weihnachtsmission in Paris. Also in der Showstopper Paris-Mission. Was ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Das finde ich ziemlich cool. Allerdings bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und zwar, es kam ja damals im Sommer irgendwann diese Bonus-Sommermission hier in The Icon, also in Sapienza, The Icon und in Marrakesch, dieses auf Sand gebaut oder so. Genau, auf Sand gebaut. Raus. Und ein paar Monate später wurde angekündigt, dass Ende des Jahres oder im Januar, Februar, also zum Ende der Saison, zum Ende der Season, der Staffel, noch eine dritte Bonusmission kommen soll. Und ich weiß jetzt nicht, ob es diese Bonusmission ist. Weil für die anderen Bonusmissionen, da gab es extra Trophäen, die musste man extra aus dem Store runterladen. Das hier war jetzt einfach nur ein Update und keine Trophäen und nichts und auch nicht offiziell Bonusmission, sondern Feiertagsinhalt. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt schon diese Bonusmission 3 ist. Außerdem, also weswegen mich das überhaupt so zum Nachdenken anregt, ist, dass damals angekündigt wurde, dass die Bonusmission 3 ebenfalls wieder in Sapienza sein soll. Was ich jetzt ziemlich geil finde, weil das ist mein Lieblingsgebiet und ich hoffe immer noch auf ein Halb-Remake von Anathema da, weil es passt so. Und jetzt kam halt ganz plötzlich hier Paris eine Bonusmission und die halt nicht mal so offiziell so Bonusmission. Deswegen, ich bin ein bisschen, keine Ahnung, ich habe ein bisschen Angst, dass es die jetzt ist. Aber das ist halt auch cool, ne, Weihnachtsmission. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal. Keine Einsatzbesprechung. Oha, sogar nur so ein Text hier. Frohe Weihnachten, 47. Ihre Zieldestination ist Paris, Frankreich. Ich muss gestehen, dieser Auftrag ist ein klein wenig ungewöhnlich. Ihre Ziele sind Harry, Smokey, Beniato und Marv Slick Goniff. Ein Duo professioneller Diebe, die zurzeit versuchen, in den Palais de Valeska einzudringen. Beniato und Goniff, beide nun in Paris ansässig, sind amerikanische Staatsbürger, die nach einer Serie von misslungenen Einbrüchen und Verbrechen gewaltsamer Natur gezwungen waren, ihr Heimatland zu verlassen. So, ich bin gerade erst aufgestanden. Unser Klient ist ein weltweit tätiges Versicherungsunternehmen, das uns engagiert hat, mit dem sehr kostspieligen Treiben dieser beiden ein Ende zu setzen. Schicken Sie die beiden Diebe in den vorgezogenen Ruhestand und operieren Sie mit äußerster Vorsicht. Eine letzte Sache noch, 47. Internen Sicherheitsprotokollen zufolge sollten im Palast seltsame Glockengeräusche zu vernehmen sein. Der Ursprung dieser ist zwar unbekannt, jedoch könnte es lohnenswert sein, sich damit einmal näher zu beschäftigen, okay? Dies ist ganz bestimmt ein außergewöhnlicher Auftrag, aber ich bin mir sicher, dass Sie der Herausforderung mehr als gewachsen sind. Viel Glück, 47. Okay, danke schön. Das hier sind Sie, Harry und Marv. Marv sieht auch ein bisschen aus wie der Marv aus Kevin allein zu Hause, ne? Hieß der andere auch Harry da? Natürlich, der hieß doch auch Harry, oder? Hießen die nicht Harry und Marv? Das muss ich jetzt erstmal schnell googeln. Das muss ich jetzt erstmal schnell googeln. Also ich habe, glaube ich, in Erinnerung, dass der mit diesen etwas längeren Haaren Marv hieß. Kann sein, dass ich gerade da total falsch liege. Aber hieß der andere... Moment, das muss ich jetzt mal gucken. Scheiße, wie hieß denn der Film im Original? Habe ich vergessen. Ich wusste es mal, jetzt habe ich es vergessen. Marv und Harry. Das ist ja cool, das ist eine Anspielung darauf. Auf Kevin allein zu Hause. Einfach wirklich Harry und Marv, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig cool. Da muss ich erst mal kurz einen Screenshot machen, das nachher meinem Bruder schicken. Aber ich will die beiden ja gar nicht töten. Okay. Dann starten wir... Ah, hier sind sogar die normalen Startpunkte aus dem Paris-Level. Dann kann es eigentlich gar nicht sein, dass es hier irgendwie
was anderes ist. So, ich würde jetzt gern eigentlich hier draußen starten und dann meinen hart verdienten Smoking-Anzug mit Handschuhen tragen hier, den man durch Elusive Targets bekommt. Ist nicht hart verdient, aber cool trotzdem. Aber ich glaube, ich mache es mir doch ein bisschen leichter und wir starten mal zumindest als Eventtechniker oben. Das ist immer relativ praktisch. Und dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal der gleichen Taktik nachgehen, der ich immer nachgehe. Das bedeutet also, zuerst mal mitnehmen, Dietrich und die gute alte blasse Ente. Wobei es vielleicht hier auch... Ach, erstmal noch eine andere Pistole hier. Wobei es hier vielleicht auch ganz praktisch wäre. Ich weiß halt nicht, wie ich den Dietrich brauchen werde. Wenn ich gerade mal so drüber nachdenke... Brauchte man den überhaupt? Okay, pass auf. Wir setzen hier nicht den Annäherungsspringsatz rein, sondern die Klavierseite. Und jetzt starten wir. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wie ist die Mission Geschenk? Irgendwas stand da gerade, habe ich leider jetzt gerade nicht gesehen. Ist nicht so schlimm. Also wir spielen eine Weihnachtsmission, das passt natürlich. Und ich glaube, wenn das hier wirklich die gleichen Startpunkte, die gleichen Challenges und so weiter sind wie im Paris-Level... Und nicht mal eine Videoeinsatzbesprechung ist, man das Ding nicht extra runterladen musste, außer als Update, und es keine Trophäen gibt, ich glaube, dann ist es noch nicht die dritte Bonusmission. Und eben, weil es Paris ist und nicht Sapienza. Ich bin gespannt. Ich hoffe jedenfalls, dass noch was kommt, weil bis die nächste Season, die nächste Staffel dann startet, dauert es wahrscheinlich noch gut ein Jahr oder so, oder vielleicht zumindest ein Dreiviertel, halbes Jahr, wahrscheinlich länger. Und ich will gar nicht so lange warten, weil mir war das Hitman hier jetzt schon echt zu kurz. Das Problem ist, sie werden die nächste Staffel wahrscheinlich wieder im Episodenformat starten. Aber ich finde es halt gut, dass halt feststeht, dass eine zweite Staffel jetzt demnächst kommt und sogar eine dritte dann danach. Weil das ist halt gut, weil ich bin ganz großer Hitman-Fan. Ich liebe Hitman einfach. Und das hier waren mir einfach schon zu wenig Level, ja. Das ist mir jetzt ein bisschen zu laut. Ja, wie man schon gesehen hat auf dem Ladebild und auch im Trailer, gibt es hier... den Weihnachtsmann. Was natürlich ziemlich geil ist. Und... Moment. So, brauchte man hier einen Dietrich oder nicht? Ja, gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Weil ich möchte zumindest in einer Sache der gleichen Taktik treu bleiben. Ich halt so kenne, nämlich mit dem Sheik. Weil die Taktik hat immer so mega gut funktioniert. So. Dass ich dem Ganzen treu bleiben möchte. Ich hoffe, die Pistole ist jetzt nicht zu laut, weil normalerweise mache ich das mit der Klavierseite hier. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt überhaupt nochmal hin. Oha, jetzt habe ich tatsächlich da hinten einen eliminiert. Da muss es jetzt schnell gehen. Weil der Typ kommt jetzt hierher, also ganz schnell da rein. Mal die Ente rausholen, damit wir was anderes in der Hand haben. Hallo. So. Damit habe ich einfach schon mal ein Outfit, mit dem ich weitaus mehr anfangen kann, hier in dem ganzen Gebäude. So, ab jetzt können wir auch ganz normal machen. Da hinten ist ein Ziel und das andere ist irgendwo da unten da. In der Bar natürlich. Gibt es hier Gelegenheiten oder nicht? Keine Gelegenheiten. Okay. Hier war der Golfschläger, ne? Der gute alte Golfschläger. Ich hätte ihn einfach so aus dem Handgelenk so weit wirft, das ist immer noch geil. Wurde nie ungeiler. Hi. So, ich muss jetzt aber mal ganz schnell noch was gucken. Wo genau ist mein Schmuggelobjekt? Noch eins weiter oben, alles klar. Ja, stimmt, in dem Bad, ich erinnere mich.
Everything in order, Your Highness. Your Highness. Ja, wir sind halt der Sheik und als der haben wir halt so fucking viel mehr Vorteile. Also es ist definitiv nützlich, sich hier als der zu verkleiden. Oh, sogar hier ein Weihnachtsbaum. Ja, ich werde mir die Mission generell gleich noch ein bisschen mehr anschauen. Lol, das Bad von der Bitch. Was ist denn hier passiert? Das ist ja echt cool. Ob es die beiden hier eigentlich jetzt momentan gibt? Novakov und Margolis? Ja, hier ist Margolis. Okay. Da könnte ich die ja jetzt einfach töten, dann muss 47 nie wieder hierher, um sie dann zu töten. Hat er gleich einen Auftrag für die Zukunft erfüllt. Mein Kater schnarcht gerade. Er liegt neben mir und schnarcht. Okay, da drüben ist der Typ. Warum hat er überhaupt Zugriff? Ja, ich meine, es ist ein Dieb. Jetzt rennt er gerade hier rum. Ja, der Butler hier, der steht ein bisschen im Weg. Wenn der nicht hier wäre, könnte ich den jetzt so schön Klavierseiten hier. Ich habe leider nichts zum Werfen. Ich will natürlich keine Aufmerksamkeit erregen. Hier ist sogar ein Tisch, ja? Ich habe leider nichts zum Wegwerfen. Oh, jetzt ist er weg. Nein! Bleib stehen! Ist ja lustig, wie er sich hier durchschleicht, aber... Darf ich einen Feuerlöscher in der Hand haben? Das weiß ich gar nicht. Oh, jetzt gehen diese Wachen weg. Die Wachen gehen weg? Nein, nicht bis ganz hoch sprinten. Nein, ich hätte dich doch hier unten gebraucht. Scheiße, warum kann ich ihn auf der Treppe nicht erwürgen? Geh bitte hier rein, ja. Ich würde ihn jetzt halt gerne da hinten verstecken. Kann ich hier? Okay, ich kann speichern. Ich bin halt irgendwie so... Also ich spiele in letzter Zeit ja nur noch mit den Elusive Targets. Und da kann man ja nicht speichern. Deswegen bin ich gerade so richtig anti-Speicher-paranoid. Aber dann kann ich das natürlich... nochmal versuchen. Die Leiche zumindest zu verstecken. Ich wünschte, ich hätte mir den Sheik nicht geholt, weil dann hätte ich echt versuchen können, hier lautloser Killer zu machen. Weil ich glaube, die Diebe hier zu killen, und zwar nur sie zu killen, im Anzug zu bleiben und die Leichen zu verstecken, also sie unbemerkt killen, im Anzug bleiben und Leichen verstecken, ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht mal so mega schwer hier. Dieser Mission. Weil das wäre ja dann lautloser Killer. Aber ich müsste das halt mal in einem Elusive Target schaffen. Das ist das Problem. Man muss ja fünfmal Silent Assassin in einem Elusive Target schaffen. Also in so einem schwer zu fassenden Ziel. Und dann bekommt man so ein richtig, richtig, richtig geiles Outfit für 47. Und dieses richtig geile Outfit will ich halt haben. Aber ich schaffe niemals fünf... Ich habe bisher noch nicht einmal lautloser Killer in einem Elusive Target gehabt. Und es kommen ja auch nicht mehr unendlich. Und ich muss es halt fünfmal schaffen, ja. Hier ist alles total unweihnachtlich, sehr langweilig. Gar nicht bearbeitet. Aber wenigstens ist hier ein bisschen schön designt, ne? Hier draußen wahrscheinlich auch. Oh ja.
Hier ist auf jeden Fall mega weihnachtlich. Ich würde gerne den Weihnachtsmann noch sehen. Da hätte ich eigentlich Lust drauf. Okay, wo ist mein Ziel gerade? Hä? Wieso ist denn das Ziel plötzlich da? Das war doch gerade noch woanders. Das war doch gerade noch hier draußen, oder nicht? Let me know if you need anything, Sheik Al-Ghazali. Oh my gosh, we are so bad. What do you think? Should we do it? What are you insane? Huh. Hmm. Your turn to take a look. Well, certainly. Hello? Okay, das war dumm. Both targets are down. Great work. Now head towards an exit. Hier ist kein... Doch, da hinten ist ein Schrank, ja. Okay, kurz speichern. Ich bin jetzt gerade ganz kurz halb safe. Boah, unbemerkt gekillt und wenn alles gut läuft, werde ich gleich verstecken. Hätte ich den Sheik nicht gekillt und man sieht ja gerade, ich hätte es ja nicht mal gebraucht. Na doch, ums Obergeschoss zu gelangen. Dann hätte ich hier echt lautloser Killer haben können. Aber hier ist kein Versteck. Oder sehe ich das falsch? Die Verstecke werden doch auf der Karte... Wurden die Verstecke nicht mal auf der Karte gezeigt? Mir war so. Aber scheinbar nicht. Okay, dann werde ich ihn jetzt mal schnell ablegen. Gucken, ob hier... Oh, hier steht sogar noch jemand. Hier ist auch keine Kiste und nix, ne? Scheiße. Und wenn ich hier durch die Tür rausgehe... Okay, die muss ich erstmal aufknacken. Daran sollte es aber nicht scheitern. Sieht mich erstmal keiner. Die da hinten werden halt gefährlich. Und dann müsste ich halt eventuell in den Keller. Und hier unten wäre dann auch eine Kiste. Das ist halt megast gefährlich. Aber ein Versuch ist es wert. Okay, komm, probieren wir es mal. Ich habe ja gerade gespeichert. Oh. Ah, echt mal, da oben sind ja ein paar Leute. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Mann, scheiße, ich will diese Leichen aber so gern verstecken. Spielladen. Scheiße. Ich habe mir einen Scheißraum dafür ausgesucht. Ich habe extra mit beiden Münzen diese beiden abgelenkt und so die Leiche jetzt platziert, dass alles cool ist. Aber ich komme zu keinem Versteck. Abgefuckt. Scheiße. Okay, ich probiere nach dem Ladescreen noch was. Der natürlich erstmal voll werden muss. Na los, na los, na los. Bitte, bitte. Wie sieht's denn hier aus? Wenn ich hier lang weitergehe. Kein Versteck, was ist denn hier? Schere, toll. Hier vielleicht ein Versteck. Nein. Und hier auch nicht, ja. Nope. Ey, was ist das denn? Ein Geschenk. Gummiente-Annäherungszünder. Nice. Sheik Al-Ghazali, welcome. Hi. Es kann doch nicht wahr sein, dass von dem Raum aus nirgends ein Hideout, Versteck ist. Und das hier geht auch nicht als Versteck, hä?
Das wäre lustig. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nichts. Fernzündsprengsatz platzieren. Ach, das ist die Kamera hier. Cool, das habe ich in Paris noch nie gemacht. Okay, ja, da liegt die Leiche, hey. Angenommen, ich würde den hier durchziehen, ja. Vielleicht hier die Tür weg zumachen. Die geht nicht zu, also können wir das auch vergessen. Und auch dann wäre ich nirgends weitergekommen. Ich kann diese Leiche, glaube ich, wirklich nicht verstecken. Warum hat der Kokosnüsse und Kanonenkugeln bei sich? Och Mann, ich kann die Leiche nicht verstecken. Wisst ihr, wie ärgerlich das gerade ist? Wo ist denn der andere Tote? Der hat bestimmt auch mehr fallen gelassen als nur die... Ich meine, das ist ja ganz oben. Dann gehe ich nochmal ganz kurz gucken. Da hat er bestimmt mehr fallen gelassen als nur die, nur das Brecheisen. Der hat ja auch Dinge verloren. Ich hoffe halt nur, dass jetzt die andere Leiche nicht gefunden wird. Deswegen muss ich mich kurz ein bisschen beeilen. Hui. Hui. Hallo. Falsche Seite. Hope you're enjoying Paris. Hope you're enjoying Paris. It's an honor serving you, sir. Gucken wir mal, was der fallen gelassen hat. Brechstange, Feuerwerksfernzünder, den hat er geklaut. Ach so, er klaut hier einfach irgendwelche Gegenstände aus dem Item, unter anderem das Beschneidungsmesser. Wo hat er das denn bitte her? Das ist total cool, wirklich. Okay, liebe Leute, der Scheich hat keinen Bock mehr auf eure Scheißparty. Bye bye, ihr Wichser. Leiche nicht versteckt, also kann ich es doch erstmal hier alles vergessen mit der Wertung. Aber immerhin... Ach fuck, ich hätte den Scheich hätte ich einfach nur niederschlagen sollen oder so. Nicht killen. Hier ist ja auch schön. Ja, ich sollte zwar noch rausfinden, woher das Glockenspiel kommt, aber ich habe Angst, dass ich mir da nur alles kaputt mache. Hier sind noch Geschenke, aber die kann ich leider diesmal nicht öffnen. Ja, ich hatte gelesen oder im Trailer gesehen oder so, dass man halt diese Geschenke öffnen kann, aber ich wusste nicht, dass da auch so eine Sachen wie Gummientensprengsätze drin sind. Ich hatte da noch klingeln hören gerade, vielleicht ist da doch noch ein Geschenk. Ich werde die Mission ja privat sowieso nochmal spielen, dann gucke ich mir das alles eh nochmal an. Spielst du verschiedene Arten und Weisen. Aber für die Aufnahmen soll es dann bald, glaube ich, erstmal reichen. Ich will ja auch nicht wieder ein Stundenpart draus machen und wir sind schon bei fast einer halben Stunde. Aber wo hatte ich denn jetzt gerade das Klingeln hier noch gehört? Good evening, sir. Ein bisschen in die falsche Richtung gezeigt. Oh ja, toll. Hier auf dem Klo. Auf dem Klo ist natürlich ein Schrank. Wisst ihr, was das für ein hässlicher Arschtritt ist? Fick dich. Spiel. Hier irgendwo war das gerade. Hier hat es gerade irgendwo geklingelt. Und Moment mal, hier ist hinter der Tür der Schrank. Dann gehe ich doch nochmal da drüben gucken. Ich glaube zwar nicht, dass es da so ist, aber... Falls doch... Dann will ich jetzt nicht der sein, der das übersehen hat. Fuck, wo war das jetzt? Da drüben irgendwo, auf der anderen Seite, oder? Nee. Hier... Nee. Moment. Ich muss doch eigentlich nur nach draußen. Hier. Genau. Nee, ist wirklich nichts hinter den Türen. Och Mann.
Wo kommt dieses... Ey, jetzt will ich aber doch wissen, wo das herkommt. Das Schwing, 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 Schwing. Das ist bestimmt auf dieser Insel, also auf der... Tja, wie beschreibe ich das jetzt? Ich dachte jetzt erst, vielleicht sind das die Geschenke, die so Glocken. Hier ist nämlich noch ein Geschenk und genau hier habe ich ja gerade sowas gehört. Ein Ziegel. Noch ein Ziegel. Bestes Geschenk. Ziegel. Wer wünscht sich keine Ziegel? Was liegt denn hier? Münzen. Cool. War ich jemals schon in diesem Büro, frage ich mich gerade. Also auf jeden Fall nicht in der Aufnahme. Was liegt denn hier? Brieföffner. Naja. Wollen wir auf Spaß mal noch hier Feuerwerk zünden? Wenn wir schon mal dabei sind, was liegt hier noch? Ein Hammer, ja, den nehme ich jetzt nicht mit. Hier hinten glockt noch was. Was ist eigentlich? Warum ist es so dunkel hier eigentlich gerade? Oh. So, wahrscheinlich weil kein Licht an ist. Das scheinen echt die Geschenke zu sein, die so rumglocken. Katana. Genau. Katana. Hört ihr das? Ich hoffe, ich habe das Spiel in der Aufnahme jetzt nicht so leise gestellt. Der Weihnachtsmann. Hey, Moment, der ist weg. Nein, ich wollte ihn gerade umbringen. Also ich weiß, es klingt hart, aber ich wollte das Outfit haben. Jetzt ist er weg. Er war hier und hat sich wegteleportiert. Wahrscheinlich hinterlässt er diese Geschenke. Ist dann hier vielleicht zumindest noch ein Geschenk irgendwo? Geißhals. Keins da gelassen. Hurensohn. Scheiß. Wichskopf. Nein, natürlich nicht. Ich mag den doch. Ich mag ja weiter, Mann. So, jetzt wirklich zum Exit hier. Reicht. Wir haben zumindest noch den Weihnachtsmann gesehen. Das ist doch was zählt in diesem Spiel. Der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann. Mant, 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 Mant. Weihnachtsmann. Schmand, Schwanz, Schwanz, Weihnachtsschwanz. Okay. Ich höre schon auf. Ab zum Exit. Ich bin der Scheich. Und ich mag Weihnachten. Aber diese Mission nimmt jetzt ein Ende. Sie nimmt jetzt ein Ende. Hier sind noch Geschenke. Was ist darin? Ein Ziegel. Oh Glück. Hier ist noch ein Geschenk. Was ist denn da drin? Sturmgewehr. Nein, eine Getränkedose. Vielen herzlichen Dank. Ist denn da drüben auch eins? Ja, danke schön. Das nehme ich doch gern in die Hand. Was ist es? Die Schraubenschlüssel. Oh, der Weihnachtsmann ist so schön nett dieses Jahr. Und das letzte Geschenk, was wir diese Mission öffnen werden, ist... Noch ein Ziegel. Yeah. Bye, bye. Sehr geil. Wie es genau im Rhythmus der Musik geglockt hat, einfach mega cool, wirklich. Okay. Keine Herausforderung abgeschlossen. Was? Nichts? Es gibt nicht mal Herausforderungen hierfür. Und nur 2 Sterne! Nur 2 Sterne! Es gibt 5 Herausforderungen. Ho, ho, ho. Eliminieren Sie Marv und Harry als Weihnachtsmann. Beschaffen Sie alle 12 Gegenstände, die der Einbrecher stehlen wollte, bevor Sie es tun. Okay, wie man da gerade sieht, er klaut doch eine Axt.
Töten Sie die Ziele nicht, bevor Sie die Gegenstände haben. O Tannenbaum. Eliminieren Sie Marv durch eine Propangas. Ja, da... Sobald Sie mit leeren Händen zurückkehren. Oh, der böse 47. Stellen Sie Marv mit Ziegelsteinen ruhig. Sankt 47. Da kann man das Outfit freischalten. Schließen Sie alle Wichtel-Herausforderungen ab. Da kann man das Outfit für alles freischalten. Dann kann ich als 47 in Marrakesch rumlaufen. Geil. Okay, ich weiß, was ich die nächsten Tage zu tun habe. Also nochmal. Als Weihnachtsmann verkleidet, die umbringen. Das am besten mit einem Ziegelstein und vorher deren Gegenstände klauen. Nee, nicht vorher deren Gegenstände klauen. Also zuerst einen Ziegelstein besorgen, den Weihnachtsmann killen, Weihnachtsmann-Outfit annehmen. Dann die beiden mit einem Ziegelstein killen. Also einen mit dem Ziegelstein killen, den anderen anders. So, und im Playthrough danach hinterherlaufen, alle Gegenstände klauen, bevor diese sich nehmen. Sie dann verfolgen, bis sie mit leeren Händen zu dem Schreiner zurückkehren und dann auf die Propangasflaschen schießen. Das ist eigentlich gar nicht so heftig. Ich muss halt eigentlich nur rausfinden, wie ich an den Weihnachtsmann, an die Weihnachtsmann-Uniform komme und welche 12 Gegenstände die klauen wollen. Das Problem ist halt echt, die wollen ja wahrscheinlich, also die klauen ja wahrscheinlich jeweils 6 Gegenstände und ich muss denen so zuvorkommen, während die auf unterschiedlichen Stockwerken sind, denen immer alles direkt wegzuklauen. Das wird natürlich heftig. Ja, das wird wirklich schwer. Der Rest sollte nicht das Problem werden. Dann bekomme ich einfach Weihnachtsmann 47 Outfit. Wie geil ist das denn? Für alle Missionen, ja, nicht nur hierfür. Das ist mega cool. Gut. Gut. Dann zurück zum Menü. Dann war es das erstmal mit dieser Mission. Sollte ich den Weihnachtsmann 47 dann freischalten, dann gucken wir mal. Dann benutze ich den vielleicht in der Bonus-Episode, die dann hoffentlich noch kommt. Also das Projekt ist damit dann wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Weil ja eben wahrscheinlich noch... Ziel trifft 71 Stunden. Neues Elusive Target, cool. Der Guru. Wo ist das? Marrakesch oder? Keine Ahnung. Okay. Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau. Das Projekt ist wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen, weil es, denke mal, noch eine Bonus-Episode geben wird. Wir werden sehen, ob es die denn wirklich geben wird. Wenn nicht, dann ist das Projekt abgeschlossen. Dann werde ich das irgendwann ergänzen, aber solange ist das Projekt dann jetzt erstmal wieder auf Fortsetzung folgt gestellt. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren Part wieder, ansonsten in einem nächsten Projekt oder in der nächsten Season. Bis dann und ciao.